Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Ellerbach zusammen mit dem Mike. Hallihallo. Hallo. So, ich bin nochmal zum Viehhändler gefahren. Wir kaufen jetzt einfach nochmal ein paar Kühe ein. Boah, wieder 15.000 weg. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Die müssen Milch geben, die Mädels. Dann würde ich sagen, fahren wir... Ja, nochmal den gleichen Weg wie gestern nach Hause. Der hat sich, ist im Kopf geblieben. Und bringen die Mädels nach Hause. Dann sollten wir erstmal genug haben. Sonst wird unser Geld einfach zu schnell zu wenig. Mike wird hier gleich ein bisschen weiter das Stroh sammeln. Oh, ich hatte auf eine Bestätigung gewartet. Ah, da ist sie. Sehr gut. Der Mike muss sich konzentrieren. Hier sind sehr enge Straßen. Ja. Bin mal gespannt, wann wir uns gleich treffen. Ich habe meine Karte ausgeschalten. Ausgeschalten? Mhm. Ja, ich habe sie ausgeblendet, die Minimap unten links. Ja. Sag doch einfach, du hast das Navi vergessen. Wenn du das so möchtest, dann habe ich das Navi gerade deaktiviert. Muss also vorsichtig fahren, nicht dass unsere neuen Mitbewohnerinnen direkt einen Schock erhalten bekommen hier. Dann müssen wir gleich mal gucken, wie der Versorgungsstand dann ist. Wir müssen auf jeden Fall noch einen Ballenspieß besorgen, fällt mir gerade ein, Mike. Okay. Damit wir die Ballen natürlich dann auch zu den Mädels reinbekommen mit der Schaufel, die ich eben mitgebracht habe. Oder gestern, glaube ich, war es, mitgebracht habe vom Händler. Wird das nix. Aber kriegen wir hin. Und ich würde sagen, wenn die Kühe da sind, wenn die Kühe ein bisschen versorgt sind... Nehmen wir direkt nochmal den Mähbalken und machen ein bisschen weiter. Achtung, heiß und fertig. Ich lass dich vorbei. Das ist total super. So. Mo. Da werden sie schon begrüßt von den Kolleginnen. So, dann. Raus mit euch. Oh, 34 Kühe haben wir jetzt. Ich würde sagen, das läuft. Ja, würde ich auch sagen. Ich lasse den Anhänger mal kurz hier stehen. Den bringe ich gleich noch kurz zum Händler wieder. Junge Dame, wo müssen Sie hin? Ja, da wo Sie stehen. Ich brauche die Steuerkonsole. Vielen Dank. Bitte schön. Was machen Sie denn hier mit dem Anhänger? Parken. Hoppala. Vorübergehend. Parken. Haben wir für sowas nicht... rückwärts. Nicht vorwärts. Haben wir für sowas nicht vernünftige Parkflächen? Ja. Ja, aber... Ist ja schon gut. Fahren Sie mal. Nein, lass ihn da so stehen, ist okay, aber müssen wir mal gucken, wo wir den zukünftig hinstellen. Achtung, ich fahre nochmal dran vorbei. So, weil wenn ich die Konsole mitnehme und jetzt unserem, wie haben wir unseren Händler getauft? Detlef, ich glaube, er hieß Detlef. Detlef, okay. Ja, ich muss mir aufschreiben, sonst halt nenne ich ihn beim nächsten Mal wie anders. Genau, wenn ich Detlef jetzt den Viehanhänger wieder bringe, dann kann ich direkt noch einen Ballenspieß erwerben. Den werden wir ja auf jeden Fall benötigen, das ein oder andere Mal. Dann war die Fahrt nicht ganz umsonst. Rechts kommt nichts, links kommt nichts, yep. Und feuerfrei. Gut, ja, da müssen wir uns auch schon Gedanken machen. Vielleicht kann ich da... Nee, macht ja noch keinen Sinn. Wir müssen erst noch... Sprech dich aus. Ja, ich hab... Sorry.
mein Gedankengang. Wir müssen ja noch in Seetechnik investieren. Das Problem ist, wir wissen ja jetzt aktuell noch nicht, was in den Kommentaren stand. Wir sind ja noch quasi in unserer Aufnahmesession, von daher müssen wir dann beim nächsten Mal quasi ansehen. Was aber ja auch völlig in Ordnung ist, weil wir erst noch das ganze Stroh da runterholen müssen von den beiden Feldern. Von daher, alles ist gut, sagt die Katze mit Hut. Wie kommt mir der Weg zum Händler sehr vertraut vor? Die fährst du jetzt inzwischen häufiger? Ja, viel zu häufig gefühlt. Gib immer Geld aus, wenn ich hier bin. Mahlzeit, guten Tag. So. Dann lassen wir Detlef dem Hänger hier mal stehen. Und wollen mal schnell für den Frontlager allen Ballenspieß kaufen. Ja, 600 Euro verlangt er. Das ist ein guter Kurs. Noch sind wir ja hier gut dabei. Müssen mal mit Detlef sprechen, ob wir demnächst Rabatte kriegen. Mengenrabatt. Ja. Bei der Menge, die wir kaufen. Stammkundenrabatt. Wäre ich fast mit dem Ballenspieß einfach nur so nach vorne kurz mal ein bisschen gerichtet gefahren. Das hätte Ärger gegeben. So wie sich das gehört, nach oben und nach unten gezeigt jetzt. Gerichtet. So. Da, ja, komm. Junge Dame, Sie dürfen erst noch fahren. Ich roll nur langsam ran. Das sieht gut aus. So. Ah, schaffe ich. Dankeschön fürs Warten. Oder auch nicht. Manchmal muss man sich hier bei diesen Leuten auch einfach mal die Vorfahrt kurz erhaschen. Solange sie hier nicht auffahren. Er war ein Fußgänger, das... Ach. Das tut nicht... uns tut das nicht weh. Ah. So. Gefühlt kommt mir auch von Mal zu Mal die Strecke vom Händler nach Hause kürzer vor. Vielleicht auch einfach, weil ich immer wagemutiger werde und einfach nur noch Vollgas hier durchscheppe. Bis ich so das erste Mal irgendwo festhänge. Und dann den Adak rufe. Die gelben... Ah, Engel. So, da kommt noch einer. Rechts kommt nix. Ich warte hier, fahren sie hin. Essen zeitig. So. Oh, ich habe gerade das erste Mal gesehen, dass bei uns die Straße zum Hof eine 30er-Zone ist. Man lernt nie aus. Bist du immer zu schnell gefahren? Nein! Niemals, niemals. So, ich lasse den Ballenspieß jetzt einfach mal vorne dran. Wolltest du den Ladewagen nicht nehmen? Ja, aber zuvor hab ich hier noch was geholt. Ach so, ja, okay. Alles gut, dann gucke ich einfach mal, ob wir ein bisschen Stroh für die Mädels reinbekommen. Ja, ja, warte, bin gleich weg, So. Noch schnell angehängt. Wir müssen auch unbedingt uns mal hier das Tor angucken. Da steht irgendwie so ein bisschen auf. Siehst du das? Ja, nicht so ganz gut. Kriegen wir nochmal hin. Hab einen handwerklichen Partner. Ja. Der schaut sich das nachher mal an. Oh. Bin ich ein bisschen hoch vielleicht? Ah, passt das? Das passt. So, Mädels, damit er nicht so hart liegen muss, gibt es ein bisschen Stroh. Oh, da geht ganz schön viel rein. Geht noch mehr rein? Ja. Nee. Boah, jetzt nur 9.940 Liter. 60% reinbekommen. Die Mädels liegen jetzt wieder gut gebettet in ihrem Strohbett. Verstehst du? Auf Wolke 7.
Ja, auf Wolke 7, genau. Ich lass dir den hier gleich mal. Ja, ich lass dir den hier mal kurz stehen. Den parke ich doch woanders, weil. Das geht nicht so. Wen parkst du wo woanders? Unser Werkzeug. Du meinst den Schaltwerkswagen? Ja. Warum geht das nicht? Oh, ich hab gerade. Wir haben hier Strohballen. Ja, warte, ich habe hier gerade ein paar technische Probleme. Ich hatte gerade ein paar Standbilder. Ja, wir haben hier Strohballen. Gut, komm, dann stell dir doch einfach hier vorne rein in die Halle. Da rein, ja. Ja, wir müssen das Schneidwerk nachher eh noch draufsetzen. Dann passt das. Jetzt hast du mich aber durcheinander gebracht. Achso, ich wollte mir den Mähbalken holen. Warte, lass mich erstmal schnell hier links rein. Und dann gucken wir mal, wo ich gerade das gute Joskin-Fass sehe. Ich weiß gar nicht, wo wir Wasser herbekommen für unsere Kühe. Müssen wir mal gucken, wie so das allgemeine Wohlbefinden ist. Ja, Häusilage. Wir müssen mal gucken, dass wir auch demnächst dann totale Mischrationen produzieren. Aber dafür brauchen wir natürlich erstmal Silage. Ja, der Kollege hat hier echt super den Anhänger hingestellt. Ja, den hole ich gleich ab, ist ja gut. Ja, jetzt bin ich schon mit meinem Mähbalken dran vorbei manövriert. Achtung! Uhuhuhu. Alter vor Schönheit. Sagt man zumindest immer. Ja, auch so. Ja. So. Denken alle, du bist schöner als ich. Was soll denn das? Nee, denken alle, du bist älter als ich. Ja, das können sie auch denken, das stimmt. Ist ja auch eine Tatsache. Ja, das munkelt man, das munkelt man. Munkeln sagt man dazu. Ja. Ich bin 18-jähriger Wasserrutschentester. Schönen guten Tag. Und ich bin 16. Ja, okay, na dann. Was das? So. Machen wir uns hier mal fleißig ans Mähen, damit wir die erste Silage reinbekommen. Mir ist eben noch so auf dem Weg vom Händler eingefallen, beziehungsweise als ich auf dem Hof wieder gebogen bin. Wir haben ja auch unsere Fahrsilos. Ja. Die könnten wir eigentlich auch mal schön befüllen und dann verdichten und Silage draus machen. Also leider haben wir jetzt schon die Ballenpresse gekauft. Ist mir vorher nicht eingefallen, sonst hätten wir das machen können, hätten wir eine Menge Geld gespart. Aber wir können ja trotzdem mal gucken, dass wir vielleicht irgendwie ein bisschen Mais mal ansehen. Eine kleine Häckselparty machen, mal sehen. Was uns da so einfällt, wofür wir die benutzen können. Und ja, wir haben sie auf jeden Fall. Wir mussten sie nicht mehr kaufen. Mike, das sieht höchst professionell aus, was du da machst. Ich will es aber gar nicht genau wissen, was du tust. Ich weiß es selbst nicht so genau. Sehr gut. Stell doch einfach den Anhänger in eins der Fahrsilos. Wir haben ja gerade festgestellt, die brauchen wir nicht. Da stört er dann mal nicht. Hier mal schauen. Wir müssen auch immer noch gucken, ich glaube, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, wie wir zukünftig unsere Felder düngen. Wir werden wahrscheinlich einen Düngerstreuer erstmal kaufen, weil Mist und Gülle einfach noch nicht in ausreichender Menge vorhanden sind. Und ich brauche jetzt nicht, oder wir brauchen jetzt nicht zwei Gerätschaften kaufen, um dann irgendwie ein Feld auf Krampf mit Mist und Gülle zu düngen. Das macht ja keinen Sinn. Nee. Deswegen werden wir da fest. Nennt man das Feststoffdünger? Ich hoffe, man nennt es so. Verwenden. Und zeitgleich halt ein Kalkstreuer quasi dann mit anschaffen. Also eine Maschine mit Doppelfunktion, weil Kalken müssen wir ja auch.
Von daher brauchen wir eh so ein Gerät. Und wenn das dann auch noch düngen kann, ist das unserer Sache dienlich. Würde ich zumindest vermuten oder sagen, behaupten. Ja. Unsere Wiese ist gar nicht mal so klein. Wahnsinn. Ich werde gleich kein Vorgewinde mehr fahren. Ich werde langsam seekrank vom ganzen Drehen hier am Lenkrad. So. Aber ich denke, mit der Wiese können wir auf jeden Fall ordentlich was an Silage produzieren. Da kommen ein paar Ballen raus. Aber, liebe Freunde, wie wir die Wiese abmähen und die ersten Silageballen hier pressen, schauen wir uns in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.